Birken grünen in Moor und Heid. Jeder Brambusch leuchtet wie Gold. Alle Heidlerchen dudeln vor Fröhlichkeit. Jeder Birkhahn kullert und tollt. Meine Augen, die gehen wohl hin und her auf dem schwarzen, weißlockigen Moor, auf dem braunen, grünschäumenden Heidemeer und schweben zum Himmel empor. Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht, wie ein Wollgrasflöckchen so leicht, und mein Herz, es singt ein leises Lied, das auf zum Himmel steigt. Ein leises Lied, ein stilles Lied, ein Lied so fein und lind, wie ein Wölkchen, das über die Bläue zieht, wie ein Wollgrasflöckchen im Wind. Worte des Heidedichters Hermann Löns. Es ist früh am Morgen. Was in der Heide der Tau besorgt, ein Regenschauer reicht hier nicht aus für den Morgenputz. So beginnt der Tag im Heidepark Soltau, der sich stolz größter Freizeitpark Norddeutschlands nennt. Angefangen hat alles mit einem heruntergewirtschafteten kleinen Wildpark und 400 Hektar Brachland. Hans-Jürgen Thiemann, der aus einer Schaustellerfamilie stammt, hatte eine Idee, einen Lebenstraum. Experten rieten ab, Kommune und Kreisverwaltung wehrten sich, er kämpfte, überzeugte, und im August 1978 hieß es: Herzlich willkommen im Heidepark. Vom Tor winken uns Heidebär Wumbo und seine Freunde zu. Jetzt heißt es erst einmal, sich einen Überblick verschaffen. Aus luftiger Höhe hat man ihn bis weit in die Heide hinein. Der seenreiche Park liegt unter uns. Mehrere Tiershows und über 30 Fahrattraktionen laden ein. Wer sich schon immer mal im Wildwasserkanal testen wollte, hier kann er es. Zwischen wilder Felslandschaft führt der 600 Meter lange Wasserkanal, mal beschaulich, mal als Sturzfahrt, zum Ziel. Ein Foto als Andenken kann man bestellen und kaufen. Man muss sich eine Fotomarke geben lassen. Das Bild wird dann nach Hause geschickt. Die interessant gestaltete Parklandschaft bietet immer neue Ausblicke. Hier sind die Kleinen ganz groß. Ob sie nun in Wichtelhausen einen Elefanten reiten oder mit einer eigenen Lok durch die Gartenlandschaft zuckeln, sie fühlen sich stolz als Chef. Karussellfahrten sind vielleicht nicht jedermanns Sache. Die Alternative könnte eine Floßfahrt sein. Zeit zu überlegen, ob man anschließend der putzigen Seelöwenshow oder dem Alligatorringkampf einen Besuch abstattet. Die Showzeiten stehen überall auf Infotafeln. Wir entschieden uns, Wumbo zu folgen, und der lotste uns ins Heidepark-Delfinarium. Zum Appetit holen ein Ausschnitt aus dem Programm, das mehrmals täglich wiederholt wird, und immerhin passen gleichzeitig 2000 Zuschauer in den modernen Kuppelbau. Jeder Besucher kann also Bekanntschaft schließen mit den sportlich verspielten Delfinen und ihrem Trainer. Okay, das schaffen wir. Jetzt aber los. Diese Attraktion hatte erst 1990 Premiere. Wirbeln, drehen, schleudern, fliegen. Alles gleichzeitig und bunt gemixt. Die 5 neuen Karussells bieten genügend Möglichkeiten, sich richtig durchdrehen zu lassen. Wer mit der Hochbahn durch die Parklandschaft fährt, hat Zeit, Eindrücke zu verdichten, Fotomotive zu suchen, vielleicht auch sein Innenleben wieder gerade zu rücken, bevor es dann später zur Superattraktion, dem Big Loop, geht. 1,5 Kilometer Fahrstrecke sind allemal genug für eine Verschnaufpause. Die Freiheitsstatue wurde anlässlich des 100. Geburtstages ihres Originals hier errichtet. Sie ist mit 35 Metern immerhin halb so groß wie ihr Vorbild. So liest man's im Parkführer. Seit 1986 kann man auch mit dem Nachbau eines Mississippi-Dampfers über einen großen Teich schippern und sich im Selbstbedienungsrestaurant Capitol oder auf der Seeterrasse an hausgemachten Köstlichkeiten laben. Vom Turm aus ist sie schon zu sehen, eine der großen Riesenschiffsschaukeln. Mit ihnen in die Höhe zu fliegen, ist eine neue Möglichkeit, das eigene Körpergefühl zu erforschen, und das allein ist schon den Spaß wert. Essenzeit ist im Heidepark den ganzen Tag. Schon früh am Morgen wird in der Zentralküche alles vorbereitet, damit hungrige Gäste in den 4 Restaurants und an unzähligen Kiosken genau das auf ihre Zunge und ihren Geldbeutel zugeschnittene Angebot finden. Ob Pommes frites oder ein ausladendes Menü mit Heidschnuckenbraten. Die Köche der Heidepark-Gastronomie wollen beim Verwöhnen der Gäste den Fahrattraktionen in nichts nachstehen. Nach einer reichhaltigen Mahlzeit tut ein wenig Ruhe ganz gut. Außer im großzügig gestalteten Wildpark mit über 200 Tierarten kann man sich auch im Heidegarten erholen. Die Bäume, in der eigenen Baumschule gezogen, schützen vorm Parktrubel. Wohltuend fiel uns auf, dass nirgendwo Rummelplatzmusik durchs Gelände peitscht. Der Big Loop. Von allen Seiten haben wir ihn beäugt, nun wagen wir es auch. 2-mal Looping und ein langgestreckter Korkenzieher. Augen auflassen und genießen. Hinein in die vielleicht verrückteste Fahrt des Lebens. Es ist schon ein ungeheures Gefühl, so nahe war man sich selbst noch nie. Und siehe da, alles noch dran und auch die Füße, die nach festem Boden tasten, arbeiten zuverlässig und sicher. Wie die elektronisch überwachte, 1000-fach erprobte Loopingbahn. Zum Heidedorf zieht's uns nun. Aus Naturmaterial erbaut, liebevoll mit Details geschmückt. Nur über eine Hängebrücke geht's für die Kleinen zum Mäuseturm und dann abwärts. Unter Türmchen und Giebeln versteckt sich die weitere Attraktion, das Vogeltheater. Täglich mehrmals präsentiert Showmaster Wumbo singende Bäume, tanzende Frösche und die Stars Garius Gänsegeier und Hein Schnucke. Wunderschönen guten Ach, liebe Kinder. Sprich nicht von Kindern. Alle wollen Babys haben. Ich habe heute Nacht Überstunden gemacht. Aber du Klapperstar, du Überstunden? Über 10 Stunden hast du geschlafen. Wollen wir wetten? Wenn der so singt, wie er aussieht, na dann gute Nacht. Tschüss, Wumbo. Auf Wiedersehen. Ein Heidewochenende gehört vor allem im Herbst zu den bleibenden Erinnerungen. Überall unterwegs haben wir am Straßenrand solche Schilder entdeckt. Halten Sie einfach an und fragen Sie nach dem Preis. Gönnen Sie sich noch einen Heidetag. Alle wichtigen Informationen können Sie in der Heidepark-Zeitung nachlesen. Um die Heide zu begreifen, muss man mehr wissen über das Leben der Heidjer, die ein ganz eigenes Völkchen sind. Typische Heidehöfe, großzügig angelegt, findet man noch in vielen Dörfern. Hermann Löns, der mit der Natur aufs engste verbundene Heidedichter, erlebte diese Heide noch als Nutzlandschaft. Er machte sie bekannt mit seinen Liedern und Tiergeschichten. Dem im Ersten Weltkrieg Gefallenen wurde hier mitten in der Heide bei Walsrode ein Grabstein gesetzt. Wer in die Heide kommt, hat seine Geschichten im Ohr, sucht den Imker, der noch heute seine Stülpkörbe nach Urgroßväterweise mit Kudung bestreicht und reinfahren in der Pfeife schmaucht. Und von ihm bekommt man sogar ein Glas dunklen Heidehonig verkauft. Vielleicht begegnen Sie auch einer Heidschnuckenherde. Schäferromantik auf der Heide. Schnucken heißt so viel wie naschen. Die Schafe knuspern das Heidekraut, halten es kurz, zerreißen die Spinnweben zwischen den Stängeln. Ohne sie gäb's keine Imkerei. Das wohlschmeckende Fleisch des Wildschafes sollte jeder Heidetourist gekostet haben. Die Felle mit der harten Wolle werden allerorten angeboten. Meine Augen, die gehen wohl hin und her auf dem schwarzen, weißflockigen Moor, auf dem braunen, grün schäumenden Heidemeer und schweben zum Himmel empor. Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht, wie ein Wollgrasflöckchen so leicht, und mein Herz, es singt ein leises Lied, das auf zum Himmel steigt.